Heute Damendorf. Auf der Suche nach den Frauen. Hier sollen sie wohnen. Mitten im Naturpark Hüttener Berge in Schleswig-Holstein. Und wir sind nicht in einem Freilichtmuseum. Nein, so sieht es wirklich aus in Damendorf. Hans Nielsen ist Eingeborener, Landwirt und er kennt sich aus mit der Ortsgeschichte. Weiß, warum man hier vergeblich nach Damen sucht. Man vermutet, dass dieser Dame oder dass das der erste Einwohner des Ortes Damendorf gewesen sein soll. Aber das weiß auch keiner so genau. Die erste urkundliche Erwähnung war 1518. Das weiß man, also das hat man noch zu Papier. Und wie es sich für einen guten Historiker gehört, eine These reicht natürlich nicht, eine Vermutung zu untermauern. Die zweite Vermutung ist, dass sich das von dem Ortsteil Damm ableitet. Es gibt in Damendorf gibt es mehrere Ortsteile und ein Ortsteil, das ist eben die Bezeichnung Damm. Also dass das praktisch Damendorf, dass das früher mal Dammdorf geheißen hätte. Heute ist Hans Nielsen noch mal unterwegs, um Mist für seinen Bauernhof zu holen. Die letzten schönen Tage will er ausnutzen. Und nun kommt's, verrückt, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, wurde das Dorf der Damen durch einen Mann. Den Mann von Damendorf. Ja, da handelt es sich um eine Moorleiche. Die liegt im Schleswig-Holsteinischen Landesmuseum im Schloss Gottorf bzw. in der Nydamhalle. Und das ist eine Moorleiche, die wurde 1904 beim Torfgraben auf dem Seemoor gefunden. In Damendorf gibt es 4 Moore. Hier unten, das ist das Ruhmoor, da unten ist das Suhmoor, dann gibt es das Seemoor, das ist das größte Moor in Damendorf und es gibt das Lehkrügermoor, das ist nur 2 Hektar groß. Und nun haben wir hier in Damendorf zwar keine Frauen gefunden, aber immerhin den Mann von Damendorf.